Die ersten 3 Tage zwischen den Jahren habt ihr überlebt. Halluzination und Traumata habt ihr überwunden und Ischiahadin besiegt. Trägheit und Erschöpfung von Aphaestadil bekämpft. Die Plagen von Rahastes verscheucht. Nun jedoch kämpft ihr mit euch selbst. Madara Esther, die Verführerin, hat Yala Nukurian sein Schwert in die Hand gelegt, was er nun fester packt und euch anfunkelt. Vor euch zerfällt der Leib des Gestaltwandlers in Schlacke. Und nur noch ein Burggraf steht neben euch mit seinem blutigen Sonnenzepter in der Hand. Selbst wenn ihr diesen Tag überlebt, dann steht euch noch Shi Hayasat bevor. Die gespaltenen Sphären. Und so beginnen wir. Greifenbund, legt doch euer Schwert wieder in die Kiste. Afi, vor wenigen Augenblicken hatten wir hier noch 2 Okurianer stehen. Nicht zu Unmut, aber wohlgeboren. Ich werde mich garantiert nicht noch einmal auf ein solches Risiko einlassen. Immer und ihr mal seid her, der dritte Okurian. Die einzigen, die wollen, dass hier Waffen draußen sind, sind die Schlacke hier an meinen Füßen und ihr. Es gibt jetzt 2 Optionen, Greifenmund. Die erste Option ist, ihr verhaltet euch vernünftig, nehmt eure Waffe und legt sie da vorne in die Box. Wollt ihr das nicht tun, tritt Option 2 ein. Und die bedeutet, dass ich zum Heiligen Mutter gehe, zum Heiligen Paar. Die werden hier hinkommen und euch im Namen der Gastfreundschaft bitten, in ihrem Tempel die Waffen niederzulegen. Also könnt ihr euch jetzt nur überlegen, ob ihr das Heilige Paar zwingen wollt, sich durch die ganze Menschenmasse zu drücken, um euer Ego zu streichen, oder ob ihr einfach eure Waffe da reinlegt. Blutvergießen in einem Travia-Tempel. Wenn das Prei aussieht. Herr Pranas wird sicherlich Verständnis dafür haben, dass im Zuge dessen ein Dämon bekämpft wurde. In einem Travia-Tempel. Mögt ihr nun eure Waffe dahin legen oder soll ich das Heilige Paar holen, damit die euch fragen? Dann geht. Yala, die Gefahr ist gebannt. Segt da unten. Blutet aus. Eine Gefahr ist gebannt. Seht ihn euch an. Jeder von uns könnte noch so ein Vieh sein. Und dann werden wir es wieder bekämpfen und wieder siegen. Also ich bin kein so ein Vieh. Und wenn der Nächste einen Dolch hat? Ja, und wenn ihr der Nächste seid, dann hat das Viech eine Waffe. Toll. Ich gehe jetzt das Heilige Paar holen. Herr Okurian, seid ihr so freundlich und würdet mich dahin führen? Ich sehe die von hier nicht mal, weil hier so viele Leute drin sind. Ja, kommt mit. Um Travias Willen legt endlich das Schwert nieder. Es wird keine Dolche geben, Yala. Wir haben alle eingesammelt. Weil ihr auch jeden hier nach verschworenen Messern durchsucht habt, ja? Ihr weil ihr auch hinter jedem Schrank ja und unter jeden Altar geschaut habt, ob dort nichts verborgen ist, ja? Wenn ihr möchtet, können wir das gerne noch einmal tun. Dann fangt an. Aber ihr mit einer Waffe in der Hand. Nicht, wenn hier so viel Aggression, so viel Wut umher irrt. Ihr versündigt euch gegen die Zwölfe, gegen Travia. Wollt ihr das wirklich tun? In ihrem Haupttempel auch noch. Die Mutter Travia straft jene, die den Hausfrieden stören, nicht die, die ihn verteidigen. Ja, und im Moment stört ihr diesen Hausfrieden. Und zwar ganz gewaltig. Legt die Waffe ab. Mach mal überreden. Klar, überreden oder überzeugen? Was ist das am besten? Heilkunde Seele. gegen die Nachteile von ihm mit ja, Gerechtigkeitswahn ist eine 4. Arroganz 7. Selbstsucht zieht ihr, glaube ich, nicht. Selbstsucht nicht, nee. Dann ist es ganz generell eine plus 4 plus 7. Göttergefällige. Heilkunde Seele muss ich jetzt echt machen. Göttergefällige. Oh, was? Isarun, bist du da so gut wie ich? Mit einer stabilen 0 oder gar nicht? Was? Nein, also ein bisschen habe ich, aber ja, der was war das jetzt du kannst natürlich einen Mann Balanina vorlegen. Ich halte dich nicht auf. Ja, mit solchen Elfenzaubern gebe ich mich auch ab. Derweil kann Raphim gemeinsam, ja genau, plus 11. Derweil kann Raphim gemeinsam mit Okurian von Rabenmund dann bei dem heiligen Paar ankommen, die gerade auf der anderen Seite des Tempels stehen und davon wieder aus ihrem Kessel schöpfen und einige ja, Familien dann dort versorgen, bis dann die, ja, die heilige Mutter dann zu dir kommt. Ach,
Ich muss mich vielmals entschuldigen, euch zu stören. Wir haben dort vorne eine Situation, wo eure... Wie nennt man das? Eure überzeugende Art? Euer gutes Händchen. Ich sehe schon. Danke. Sie legt ihre Stirn so ein bisschen in Runzeln und legt dann so ein bisschen auch ihre Hand auf deinen Oberarm. Lässt sich dann eben von dir durch die Masse führen. Ja, gehen Sie mal zur Seite, Heilige Mutter. Gehen Sie zur Seite, Heilige Mutter. Jana, mein Freund, du hast genug dieser Tage hinter dir, oder nicht? Du bist alt genug, du weißt, was an diesen Tagen passiert, dass vor allem an diesem Tag Aggressionen auffliegen. Ich bin vor allem alt genug, um zu wissen, dass es nie vorbei ist. Kerl. Wenn euch jeder zuredet, dass es wirklich eine schlechte Idee ist, dass aus dem Kreis eurer Freunde kommt, dann solltet ihr vielleicht noch einmal darüber nachdenken, dass diese Freunde nur das Beste für euch wollen und deshalb solltet ihr euer Schwert niederlegen. Aber seid ihr meine Freunde? Oder sitzen meine Freunde in Wahrheit irgendwo dort hinten und ihr seid Dämonen? Naja, ich bin kein Dämon. Das kann ich nicht. Oh, Boltax, lass doch mal die Heilige Mutter vorbei. Boltax, geh doch mal bitte, stimmt zur Seite. Ja. Was muss ich hier Boltax, sehen? Ich möchte versuchen, Boltax relativ unsanft meinen preisgeweihten Anhänger auf die Stirn zu drücken. Ja. Heilige Mutter, der Herr ist davon überzeugt, dass er eine Waffe in eurem Tempel tragen muss. Dabei wäre es deutlich sinnvoller, wenn wir alle die Waffen ablegen. Ihr wisst sicher, dass in den dunklen Tagen so mancher Geist vergiftet wird. Und wir würden euch bitten, im Sinne der Gastfreundschaft, da alle die Waffen abgelegt haben, auch ihn zu bitten, die Waffen abzulegen. Nicht nur haben wir die Tage des Namenlosen, wo die Sphären besonders dünn sind und diese Waffen immer wegverschlossen sein sollten, sondern wir befinden uns auch in einem Travia-Tempel. Und ich fordere euch jetzt nur ein einziges Mal auf, im Namen der Gastfreundschaft, diese Waffe wieder zurückzutun. Überlegt ihr noch? Heilige Mutter? Verzeiht diesen Übertritt Travias Gastfreundschaft. Wenn so geneigt seid, will ich euch eine Waffe doch gerne aushändigen. Ich möchte eure Waffe nicht berühren, legt sie doch bitte einfach in die Kiste. Danach wird diese wieder verschlossen. Nun gut. Und ich bedanke mich bei euch und eurer Gruppe, dass ihr diesen Dämon, was auch immer er hier trieb, wieder zurück in die Sphären geschickt habt. Ich möchte mich dafür bei euch entschuldigen, dass ihr solche Qualen leiden musstet. Und ich werde gleich eure Wunden verbinden. Alles gut. Soll ich euch zurückgeleiten zu eurem heiligen Vater? Nee. Heiligen Mann? Ich bleibe gleich hier bei euch, dann setzen wir uns in den Kreis, können etwas singen. Und währenddessen verbinde ich euch. Oh etwas ja, ich singen. Kenne einige wunderbare Zwergenlieder. Was eine gute Idee ihr habt. Sind das auch wieder so lange Lieder? Ja, das ist das Epos. Also ein wundervolles Lied. Das Epos von Darax dem Zwerg. Ah, das ist mein Lieblingslied. Ich vergesse nur immer die 73. Strophe, aber... Ich bin sicher, wir können auf die 73. Strophe verzichten. Ja, ja, aber was ist, wenn die 74. darauf aufbaut? Dann verstehen wir doch gar nichts. Das ist nicht so schlimm. Die 151 Strophen bauen nicht aufeinander auf. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Mhm. Vielen Dank, Jalan. Ich werfe Jalan einen bitterbösen Blick zu. Das ist alles deine Schuld. Ja, dann fang doch schon mal an, Boltax. Ich denke, wir nehmen alle schon mal Platz. Ja. Bräuchtet ihr so einen kleinen Hocker? Ich kann einen auftreiben. Och, das wäre fantastisch. Ich hole eine Kiste heran, auf die er sich dann stellen kann. Ja, währenddessen setzt sich dann nochmal die Heilige Mutter an den Herdofen, der wohl auch neben euch an so einem Schrein ist. Ja, eigentlich war es ja den gesamten Tag über schwül, aber als Jalan dann den Quitzlinger erschlug und dann dieser Schleim zusammenlief, habt ihr ja gesehen, dass dann über euch der Himmel aufgerissen ist und es jetzt ja trotz der Schwüle wieder regnet. Sturzregen, der über euch gegen die Fenster klatscht und es tropft dann vom Tempel herunter. Ja, und so könnt ihr dann versuchen, mit diesen Travia-heiligen Versen, mit einigen zwergischen Liedern und anderen Geschichten eure innersten Bedürfnisse zurückzudrängen und dann dort zu lassen, wo sie hingehören.
In der Nacht, wenn es so etwas gibt, dann könntet ihr Schemen erkennen, Geister, die nicht im Tempel selbst sind, aber die draußen an den Fenstern umherspuken. Schaurige Geräusche, die wohl von etwas größeren Dingen kommen. Irgendetwas, was dort draußen auf dem Tempelvorplatz umhergeht, wird die Schritte wieder spüren. Und dann wird der Himmel plötzlich sehr viel dunkler. Und ihr könnt eine Farbe erkennen, die ihr das letzte Mal, ja, vor gar nicht so sehr langer Zeit gesehen habt. Aber die euch vor allem in Gareth auch begegnete. Lila und Purpur. Eine Farbe, die nur einmal im Jahr am Himmel steht. Am 5. namenlosen Tag, Shi Hayasat. Das war ein sehr interessantes Lied, Boltax. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die einzelnen Strophen jeweils mehr als 5 Minuten brauchen, aber ein mehr als interessantes Lied. Ja, und so sind wir dann letztendlich als Zwergenheit zu dem großen Schatz unserer Zwergenstätten gekommen. Ah, ja, es ist immer wieder ein tolles Epos, nicht wahr? Herr Karinor, seid ihr wach? Was? Ja, das Lied ist zu Ende. Ihr habt ein bisschen was verpasst. Oh, sehr gut. Ist es eigentlich für das Lied notwendig, dass ihr 2 Töne immer daneben gelegen habt? Ja, das ist so, wie man das Zwergische Lied gut in der Regel singt. Ja, ich verstehe. Ihr singt immer schief. Ja. Die Elfen singen immer schön hoch und richtig und wir Zwerge, wir sind kleiner und singen immer schön tief, ne? Schief, nicht tief. Ja, genau. Aber tief auch. Vielleicht konnten wir das einfach nicht richtig hören, weil die Zwerge kleiner sind. Weißt du? Ja, vielleicht liegt es auch daran. Weiß man nicht. Ja. Das Wetter hat sich auch angepasst beim Gesang. Na, ich hoffe nicht. Wir können es nicht ausschließen. Das ist jetzt nicht besonders freundlich. Ich denke, wenn Boltax' Stimme wirklich die Macht hätte, das örtliche Wetter zu verändern, würde der Piranha-Tempel ihn schon längst eingeholt. Das ist zu befürchten. Während ihr auf dem Boden sitzt, könnt ihr wohl auch spüren, dass sich einige kleine Steinchen auf dem Boden etwas bewegen. Ein ganz leichtes Erdbeben, was gerade unter euch entlangläuft. Der Himmel hat sich zugezogen. Es ist immer noch lila, aber ja, die Wolken haben sich aufgetürmt zu grotesken und bedrohlichen Formen. Und ihr meint auch, dass Tentakel oder Auswüchse von oben nach unten greifen und nach irgendwelchen Dingen, nach Gebäuden tasten, mit Schattenarmen. Zum Glück sind wir in den Tempel gekommen. Ich möchte mir nicht vorstellen, was die da draußen gerade durchmachen müssen. Nun, wenn sie klug waren, sind sie in ihren Häusern geblieben. Oder Tempeln, Kapellen, was auch immer gerade zur Hand war. Befürchte nur, Tempel wird Mangelware sein. Das sind die schrecklichsten namenlosen Tage seit 12 Jahren. Habe mir ein W20. Du schaust dich ein bisschen um und kannst dann wohl erkennen. Jalan hatte ja einen kleinen Schrein gebaut, einen kleinen Praia-Schrein hier direkt neben dir da, wo er seinen Kronleuchter, seinen Kerzenleuchter geholt hatte, mit dem er dann auch auf den Quetzlinger geschlagen hatte. Daneben auch noch eine weitere Statue der Travia von irgendwelchen Märtyrern, von irgendwelchen Heiligen. Du kannst sehen, wie jetzt die Statuen anfangen, aus den Augen zu bluten. Zu weinen. Was ist das für ein unheiliges Geschehenes? Seht, die Statuen bluten. Was? Oh nein, oh nein! Nach einigen Momenten der Verwirrung springe ich auf und fange an, denen irgendwie das Blut abzuwischen.
Helft mir, gib mir einen Lappen, abel mir, eure Robe. Meine Robe? Hier in diesen Lappen gefällt. Ihr habt recht, eine Magierrobe und eine Preis. Was glaube ich überhaupt? Wie kommt ihr auf meine Robe, also wirklich? Manchmal denke ich, ihr seid zu viel auf den Kopf geschlagen worden. Ja, von den brutenden Statuen hat man vielleicht schon mal gehört. Einige Blutsteine, die es wohl auch gibt. Einige würden das sogar als Heiligtum bezeichnen, aber jetzt an diesen Tagen. Und es gibt in diesem Tempel auch einige Gemälde. Und auch den Personen auf dem Gemälde läuft blutige Tränen hinunter. Schmieren das Kunstwerk, was sicherlich von irgendwelchen Elfen oder so etwas gemalt worden ist vor langer, langer Zeit. Kann ich auf Götter und Kulte würfeln, um irgendwie rauszufinden, was man dagegen tut? Kann ich auf Gesteinskunde würfeln, um herauszufinden, was man dagegen tut? Beides gute Proben, könnt ihr beides machen. Ja. Ich hoffe, du bist besser in Steinskunde als ich in Götter. Oh, oh. Ja. Sind nicht die 13 Punkte, aber. Also, man sollte das Blut tatsächlich wegtupfen, damit das Gemälde nicht ruiniert wird. Es wird sicherlich einige Restaurateure geben, die dann das Gemälde retten können. Vielleicht nicht am ersten Preios, aber wenn es so jemanden gibt, der wird das sicherlich wieder retten können. Das passiert nicht jedes Jahr zu den namenlosen Tagen, aber es passiert schon mal, schon vorgekommen. Vorsichtig tupfen, nicht reiben. Den Stein könnt ihr wischen. Da nicht großflächig verteilen, aber ihr könnt schon ein bisschen wischen. Das funktioniert. Ich dachte mir an die Gemälde. Ach so. Ja, aber beim Stein ist es wichtiger. Es ist doch aus Stein. Ja, der Stein ist ein Stein, aber dieses Gemälde, es sind Unikate, unersetzbar. Ja, diese Statuen auch. Schaut, wie schön dieser eigentlich gefertigt ist, wenn sie nicht gerade aus den Augen bluten würde. Nun ja, sie sind aber weniger empfindlich. Das ist richtig. Stein. Besatz sagt sich ja auch, man kann schon etwas großflächiger wischen und muss nicht tupfen. Voltax, 1W20. Oh. Aua. Du bist gerade dabei, der Statue das Blut also abzutupfen. Gut, guck's jetzt nochmal rüber zu den anderen. Da nach ganz oben zu den Augen kommst du nicht, aber wird das Bild kleiner? Nee, das Bild wird nicht kleiner, aber du wirst größer? Nein. Du merkst, wie du wohl so ein bisschen den Halt verloren hast und leicht beginnst nicht zu fliegen, aber zu schweben. Und die anderen auch. Die Gravitation setzt aus. Welche Hexerei ist dies nun? Hat jemand von euch einen Zauber gezaubert? Nein, natürlich nicht. Was ist immer mal eine Effekt. Fliegenprobe? Alle oder nur er? Alle. Können sehen, dass der gesamte Tempel. Es gibt noch einige Leute, die sich versuchen, dann am Boden festzuhalten, wenn es da irgendwas gibt, wo man sich festhalten kann. Aber ein Großteil schwebt jetzt ungefähr vielleicht 2 Meter über dem Boden. Ich habe dieses Talent nicht. Dann darfst wie können du auch wir das denn alle müssen? Körperbeherrschung plus 10. Okay. Sollt ihr meinen, wir wären mal in Kolakai gewesen. Würfel aber auch 17, 19, 20. Ja, ich schaff's. Montags, das ist nicht spaßig. Lasst uns runter. Hui. Ein interessantes Gefühl. Wartet, ich kriege einen Salto hin. Das ist offensichtlich ein dämonischer Effekt, aber ja, macht bitte eure Salti. Ich kann mich nicht so ganz gerade halten, muss ich sagen. Ihr müsst einfach nur eure Sprungmasse richtig einsetzen. Seht, wie ich. Hui. Raffin, bist du auf dem Kopf oder ich? Ich glaube, ich. Lass das bitte. Ja, du kannst sehen, wie Rafim wohl sich versucht zu übergeben. Ist allerdings gar nicht so einfach, wenn er gerade auf dem Kopf schwebt. Zumindest bist du der Meinung, dass er auf dem Kopf schwebt. Und auch die Spucke, die er jetzt verliert, sich nach ein paar Metern, sind es vielleicht, verliert sie dann so ein bisschen die Geschwindigkeit und formt sich dann selbst zu so einem Ball, zu so einer Kugel aus gelbem, ekligem Mageninhalt. Ich fliege zum entgegengesetzten Ende des Raums. Ich auch. Ich möchte wegrudern. Dann könnt ihr sehen, wie nach ungefähr
Ja, lange war es nicht. Nach einer kurzen, zu kurzen Zeit setzt die Gravitation wieder ein und ihr stürzt wieder zurück zum Boden. Au! Ah. Oh, Dax, hättest du mich nicht wenigstens fangen können? Dürft mal eine, Gib mir nochmal eine Fliegenprobe, aber nur Rafim, also diejenigen, die es nicht geschafft haben, dürfen nochmal eine Fliegenprobe versuchen. Plus 2, sonst fällt ihr 2 W6 minus 2. Und ich hab's euch geschafft, ich darf, Beziehungsweise ihr bekommt dann den Schaden für 2 W6 minus 2. Ja, das geht. Ist denn das TP oder TPA? SP oder SPA? Das sind TP. TP, ja, okay. Ja, also werdet wieder zurück in die Realität gerissen und knallt dann wieder auf den Boden. Ein weiteren W20, dieses Mal von Nisarun. Ich hasse Magie. Jetzt denkt ihr, wie ein echter Priorit. Ja, Isarun, du hast gesehen, wie ihr wieder zurückgefallen seid und du siehst, wie sich vor dir eine zweite Person auf dich zubewegt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Viel zu spät bemerkst du, dass du selbst bist und dann knallst du auf eine spiegelnde Oberfläche und siehst dann eben, wie der Boden hat sich in eine spiegelnde Oberfläche verwandelt. Die Fliesen sind so ein bisschen verzerrt. Sie werfen auch einige Blasen, aber ihr steht ja definitiv vor einem großen, riesigen Spiegel. Wieso erklärt es mir? Was soll ich daran erklären? Das ist offensichtlich ein Effekt dieser Zeit. Und hier spiegelt sich gerade alles. Die Niederhöllen versuchen mit uns Schabernack zu treiben. Erinnert euch an den Dämon? Aus welcher Domäne er stammte? Welcher nun? Ich will hier keinen Namen nennen, vor allem nicht hier. Nennen wir ihn den Herren der Illusionen. Ja. Und Ach, so einen gibt's auch? Natürlich gibt es solch einen. Wieso gibt's so viele Dämonen? Spiegel sind sein. Könnte man sagen, ein Donarier. Zerbrochene Spiegel. Sollte da nicht. Wartet mal. Ich fange an, in meinem Gepäck herumzukramen. Irgendwo hier habe ich doch noch einen. Also alles schön wegbleiben von den Spiegeln. Der ganze Boden ist aus Spiegeln. Nicht bewegen. Sollte davon wegbleiben. Also auf jeden Fall besser als das Fliegen. Was habt ihr einen Spiegel? Was wollt ihr denn jetzt mit einem Spiegel? Daraus kann nichts Gutes erwachsen. Aber wenn ich das gerade so sehe, unter meinem Bart, jetzt kann ich mal da runter gucken, da hängen ja noch einige Krümel. Ja, wir haben uns mittlerweile an den Anblick gewöhnt. Guckt ihr denn unter meinem Bart? Naja, wenn ihr in den Himmel schaut. Ja. Schaut nicht in den Himmel. Aber ja, hier, ich hab noch einen Spiegel. Da brauchen wir denn jetzt noch mehr Spiegel? Fragt der Alarm. Ich klopf mal gegen den Boden. Ist der steinmäßig oder? Du klopfst so ein bisschen nach und du kannst sehen, wie sie wohl ein bisschen ja, gummiartig nachgibt, sich da wohl einige Blasen bilden und die dann aufplatzen. Eine silbrige Flüssigkeit läuft heraus. Versuch da bloß nicht hineinzufassen, das könnte irgendwie eine Krankheit übertragen oder so, wenn man sich die Assoziation dieses Tagesherrschers überlegt. Spiegelpest? Meine Urgroßmutter hatte die Spiegelpest, ist fast daran gestorben. Pyritis. Sag mal, habt ihr gerade gelogen? Nein. Ich glaube, es war die Siegelpest. Ihr habt einen sonderbaren Sinn für Humor. Solange hier nur Spiegel auf dem Boden ist, müssen wir uns noch nicht weiter sorgen. Der Spiegel hat gerade Pusteln bekommen und was auch immer das andere da war. Also das einfach nicht hinschauen. Und dann geht doch da weg. Ja, ich gehe jetzt da weg. Ja, vielleicht ist der Spiegel ja krank. Können wir einfach nicht mehr über den Spiegel reden, bitte? Ja. Hey, Rafim, ihr solltet euch säubern. Mir riecht. Ja.
Unglücklicherweise habt ihr recht. Ich kann euch von hier aus riechen. Ja. Schön für euch. Im Laufe des Tages könnt ihr bemerken, dass sich wohl der Boden auch ja wieder zurückbildet. Die Spiegel werden nach und nach trüber und trüber, härten aus und auch diese ja silbrige Flüssigkeit erhärtet. An der Stelle bildet sich dann auch wieder ein Loch in den Fliesen, das dann Abel mir wohl zerschlagen hat. Also hat den Tempel hier definitiv beschädigt. Aber es fühlt sich wieder an, als wäret ihr in einem ja, normalen Tempel, wären da nicht die großen Wolkenberge über euch und auch der lilane blitzende Himmel. Ich würde mir gerne mit Steinmetz mal angucken, dieses Loch, das er da reingeschlagen hat. Wenn das zu belassen ist. Klar, kannst du gerne tun. Ja. Ja, du kannst dir den Effekt auch nicht ganz erklären. Es sieht so aus, als ob da ein Loch in den Fliesen ist. Genau an der Stelle, wo er gegengeklopft hat, Blasen groß und diese silbrige Flüssigkeit befindet sich da wohl immer noch und du meinst, das könnte Quecksilber sein. Vielleicht handelt es sich dabei um Quecksilber. Also vielleicht sollten wir dieses einsammeln und später genauer untersuchen. Ja, das könntet ihr machen. Nun, einsammeln sollten wir auf jeden Fall. Ich denke, ich habe hier noch eins von diesen Glas-Fiolen-Dingern. Ja, das ist doch praktisch. Ja, wartet mal, haltet mal das hier und sammelt es schon mal ein. Ich suche derweil den Kork. Ja, hier, Abelmir, du bist doch sicherlich sehr... Ja, gerne. Ja, ich schab dann mal mit so einem... weiß nicht, gibt es da auch Gegenstände, mit denen man schaben könnte? Also es wird sicherlich irgendwelche Dinge geben, die du dann missbrauchen könntest, ja. Oder einfach ein Stück Papier oder Pergament, was man ein bisschen faltet einfach in der Mitte und dann sozusagen so in der steifen, dickeren Seite in dieses, ja, Fiole schaufelt. Ja, also du wirst das sicherlich irgendwie hinbekommen, wenn ihr eine kleine Röhre, ein kleines Fiolchen habt, dann wirst du das da irgendwie mit ein bisschen Fingerfertigkeit da reinbekommen, sodass du es dann später untersuchen kannst, dann mal verkorken, versiegeln, sodass es dann eben noch nicht rausläuft und dann ja, habt ihr das für spätere Untersuchungen bereit gemacht. Ich halte es mal so gegen das Licht dieser Travia-Flamme. Hat es den normalen quecksilberartigen Effekt? Es glitzert in allen Regenbogenfarben. Interessant. Das sieht doch sehr schön aus eigentlich. Ja, die schönsten Sachen sind manchmal aber auch sehr gefährlich. Das ist richtig, das ist richtig. Man denke nur an Drachenschuppen. Ah, das ist doch nicht schön. Nein. Sobald man sie erst einmal von ihren Leichnamen gepresst hat, sind sie nicht mehr so gefährlich. Und viel schöner. Ja, ich hätte 1W20. Ich hätte jetzt eher ein Tiger oder so genannt als Beispiel, aber na gut.